Hallo Leute, ich bin's wieder. Also der Enno hat davor gesagt, es sind Riebissel, seine keine Riebissel, sind Preiselbeeren, wenn die roten. Das stimmt gar nicht. Er hat gesagt, das ist ein Riebissel. Ja, hey, Enno, das wird jetzt meine Videoantwort für dich, für deine 800, ich glaube 800er Giveaway Challenge. Und du wolltest wissen, was uns an deinem Kanal gefällt oder auch nicht. Also zuallererst, du warst eh selber, wir waren jetzt gerade da, du warst halt der Tag jetzt dabei und ich habe mit zwei Pausen übernachtet, also Enno, da hast du was versammelt, das war echt. Ja. Enno muss ihn bekochen und ich muss einmal einen Kaffee machen. Ja! Und du hast leider vergessen, dir die Videoantwort außen zu machen, war halt natürlich viel schöner gewesen. Aber ja, jetzt ist wie es ist, jetzt mache ich es halt für den Arm. Ja, du wolltest wissen wegen deinem Kanal, also ich bin der Meinung, es ist dein Kanal. Du sollst das auf deinem Kanal dienen, was dir gefällt. Natürlich versteht ihr, man möchte Abonnenten haben, man möchte die Leute Freude machen, man möchte den Kanal auch verbessern. Gefällt dein Kanal sehr gut. Der Aufbau und alles, die Touren, wirklich lässig. Aber ich habe eine Kleinigkeit, hätte, wo ich sagen kann, okay, den kannst du vielleicht, also für mich, vielleicht ein bisschen verändern. Wie gesagt, du machst tolle Videos, ich schaue immer wieder gern deine Videos und das Einzige, was ich eben wäre vielleicht, das probiere ich schon mal andere Kameraführung. Weil meistens bei deinen Videos, was mir aufgefallen ist, ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist immer, also jedes Video, wenn du jetzt eine Tour gehst oder so, im Großteil fast immer gleich aufgenommen. Ich würde mir vielleicht wünschen, wenn du Lust hast, also vielleicht mal von oben her oder so, dass du eine Kamera in einen Baum reinhängst oder von der Seite oder das würde ich sagen, so denke ich mal, das könnte ich vielleicht verbessern. Wie gesagt, es ist dein Kanal. Wie du es machst, musst natürlich du entscheiden, mehr einbauen in deine Videos. Vielleicht mal Feuerbahn machen oder so, das wäre cool. Aber sonst muss ich wirklich sagen, also der Kanal ist spitze. Wie gesagt, es ist dein Kanal. Du musst wissen, wie du mit deinem Kanal umgehst. Natürlich möchte jeder was anderes. Man kann nie jedem alles recht machen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, vielleicht denkst du darüber nach. Probier es einfach einmal und dann siehst du. Ja, das war es eigentlich schon immer. Das war meine Videoantwort für dich. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Kanal, ich wünsche dir 10.000 Abonnenten und ich hoffe, wir sehen uns in nächster Zeit wieder. Ciao, heil!